Wo finde ich die besten Infos über die Märkte? Das will ich euch in diesem Video, zweiter Teil, zeigen. Mein Name ist Markus Huckmann. Was Sie hier sehen, ist eine alte Kriegsverletzung. Nein, kleiner Scherz, ist die Folge eines Fahrradunfalls. Aber wie auch immer, diese Sendung jedenfalls über die besten Infos über die Märkte, die ist in Kooperation entstanden mit directtrade.com. Dazu gleich später mehr. Aber schauen wir uns erstmal an, wo wirklich die besten Infos zu finden sind. Ich hatte im ersten Teil schon gesagt, ja, ich beziehe den Hauptteil meiner Infos über Twitter, denn da sind die Dinge extrem aktuell, extrem vielseitig und vor allem im angelsächsischen Bereich, sprich vorwiegend in den USA, da sind schlichtweg die besten Leute. In Deutschland ist da kaum etwas zu finden. In der letzten Sendung hatte ich Holger Czepitsch von der Welt als Schuldensühner vorgestellt, der einer der ganz wenigen Deutschen ist, die hier wirklich qualitativ sehr, sehr gute Sachen bringen. Aber schauen wir uns die Geschichte mal an. Wie gesagt, ich habe im ersten Teil der Sendung schon gesagt, dass ich vorwiegend mit TweetDeck arbeite. Das ist ein Programm, das man sich ohne Probleme aus dem Internet downloaden kann. Und ich will euch das mal zeigen, wie das in der Realität aussieht. Da hat man praktisch verschiedene Kolumnen nebeneinander, kann sich also praktisch so eine totale Übersicht schaffen, wie man hier an die besten Infos kommt. Hier ist Holger Czepitsch, Carl Quantenal, beide hatte ich schon vorgestellt. Man kann aber auch einzelne Begriffe wie zum Beispiel DAX hier oder eben Wirecard auch hier zur Darstellung bringen. Dementsprechend sind hier die Möglichkeiten eigentlich unbegrenzt. Aber gehen wir nochmal rein in die Schose und gucken uns weitere Super-Tweet-Kanäle an, die schlichtweg wahnsinnig aktuell sind, die immer über das Geschehen an den Märkten berichten mit Hintergrundinfos oder wie hier LiveSquawk praktisch als Nachrichtenagentur, wenn man so will, in UK angesiedelt. Wenn ihr einfach auf Google hier zum Beispiel eingebt LiveSquawk, dann seht ihr hier, wenn ihr das einfach in den Browser eingebt, dann bekommt ihr direkt den Kanal LiveSquawk. Das ist sehr zu empfehlen. In der letzten Sendung hatte ich schon Forex Live vorgestellt. Auch das eine hervorragende Nachrichtenseite. Keine Nachrichtenseite, aber ein hervorragender Informationsgeber ist Walter Bloomberg. Hier das Kürzel @Delta1. Wenn man den, wie gesagt, in den Browser eingibt, ist der ganz schnell zu finden. Das ist praktisch wie ein Nachrichtendienst eines Privatmenschen, wenn man so will, ansässig hier in der Schweiz und hat eben zum Beispiel solche Dinge wie hier Analystenanhebungen oder Senkungen von Unternehmen. Hier Amazon wird aufgestuft heute etwa. Bernstein dagegen, downgraded Boeing und so weiter und so fort. Das sind natürlich marktrelevante Informationen, die man sonst eher nicht so bekommt. Also zumindest kaum, wenn man nicht ein Bloomberg-Terminal hat. Und das haben die wenigsten, weil das durchaus kostenintensiv ist. Ich will jetzt aber mal kurz darauf hinweisen, dass directtrade.com zwei Plattformen anbietet, auf denen man sehr, sehr günstig handeln kann. DAX 0,6 Punkte Spread, Euro-Dollar zum Beispiel 0,3 Pips Spread. Das sind gute Konditionen. Man kann hier handeln mit dem MT5. Also MetaTrader 5 Plattform oder eben auch mit einer webbasierten Plattform, wo man wie gesagt diese Märkte doch relativ sportlich handeln kann zu sehr, sehr guten Konditionen. Aber gehen wir weiter im Text und schauen uns an, was da vielleicht noch interessant ist. Einer, den ich hier immer verfolge, ist der Heisenberg Report, ist hier mit @HeisenbergRPT für Report, Abkürzung für Report, gekennzeichnet. Wie gesagt, das einfach in den Browser eingeben und ihr findet ihn sehr, sehr auf den amerikanischen Markt fixiert, aber immer sehr gute Berichte, eigene Analysen. Man hat im Monat einige von diesen ausführlichen Analysen, die Heisenberg hier macht, frei. Ein sehr scharfer Denker, einer der besten Analysten, die in den USA derzeit zu finden sind. Dann hätten wir in Europa einen Holländer, Jeroen Blokland. Da ist das Kürzel @JS Blokland, arbeitet für Nordea, diese skandinavische Bank, immer wieder hervorragende Analysen, gibt mit anderen einen Report raus von Nordea, der immer sehr lesenswert ist, mit extrem guten Datenbanken, extrem guten Grafiken zu dem, was passiert. Hier zum Beispiel, was ihr hier seht, das ist eine Analyse von JP Morgan, die sagen, von Morgan Stanley genau gesagt, die sagen, im August wird es meistens schwierig für die Aktienmärkte in Wahljahren. Die Wahl in den USA ist ja Anfang November
Oder auch hier Analysen über, wie teuer sind Aktien, sind nur die amerikanischen Aktienmärkte teuer? Nein, auch der DAX ist sehr, sehr teuer. So teuer wie seit 2020 nicht mehr. Das große Problem ist in Deutschland ja, dass die Produktivität der DAX-Unternehmen nicht mehr zugenommen hat, im Grunde seit 10 Jahren, sondern eher sogar leicht rückläufig ist. Die Personalkosten sind gestiegen, aber es ist eben leider so, dass der DAX jetzt durch diesen Kursanstieg und bei gleichzeitiger Senkung der Erwartungen für die nächsten Monate, was die Unternehmensergebnisse betrifft, natürlich durchaus sportlich bewertet ist. Gehen wir weiter im Text. Hier Jim Bianco, einer meiner absoluten Favorites, ist ein hervorragender Kenner der Anleihemärkte, vor allem in den USA, ist aber auf vielen Börsensendern in den USA ein sehr gern gesehener Gast, zum Beispiel bei CNBC. Hier hat gestern zum Beispiel Jim Bianco darauf hingewiesen, dass die USA in den letzten 2 Tagen alleine 80.611 Fälle an Corona-Infizierungen hatten, also innerhalb von 48 Stunden, während China angeblich insgesamt nur 83.000 Corona-Infektionen haben soll. Anyone want to make the case? China is not lying about this number. Nein, niemand glaubt wirklich den Zahlen außer China. Jim Bianco schon mal gar nicht. Das auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Jim Bianco ist eine absolute Koryphäe. Gehen wir weiter im Text. Otavio Costa, hier das Kürzel @Tavi Costa, arbeitet für Crescent Capital, ein Vermögensverwalter, der durchaus Gold- und Silberaffin ist. Für die Aktienmärkte eher skeptisch ist. Otavio Costa hat zum Beispiel am 24. Juni diesen Tweet hier abgesetzt, der mich durchaus erheitert hat. Hier sind nämlich die TSA Total Numbers of Travelers, also praktisch die Leute in den USA, die am Flughafen sind, respektive Flugreisen machen. Und hier sehen wir, dass da nicht so wahnsinnig viel passiert ist seit dem Lockdown. Es geht etwas nach oben, aber das ist nicht gerade die V-Erholung, die von den Aktienmärkten eingepreist ist, mindestens im Flugbereich. Und Costa kommentiert hier, you just can't print people to go to airports. Man kann also durch Geld drucken, was die Fed ja ausgiebig tut, die Leute dennoch nicht zum Flughafen bringen. Und das bringt vielleicht auf den Punkt, dass die Aktienmärkte ja irgendwie davon ausgehen, dass alles gut wird, die Konjunktur sich komplett erholen wird, weil die Fed eben Geld druckt. Aber man kann durch Geld drucken eben bestimmte Dinge, die in der Realität, in der Realwirtschaft laufen, nicht ersetzen. Sehr gut hier auch Lisa Abramovic, eine Moderatorin bei Bloomberg. Hier das Kürzel @LisaAbramovic1. Immer wieder sehr, sehr gute Dinge, die Lisa hier von sich gibt, die auf Bloomberg Terminals zurückgreift, daher extrem gute Daten anbieten kann. Für mich ein absolutes Muss, scanne ich immer vor jedem Video, das ich mache, und ich mache ja, der eine oder andere wird es wissen, 2 Videos pro Tag. Das zählt für mich auf jeden Fall mit zum Pflichtprogramm. Genauso wie natürlich Zero Hedge. @ZeroHedge hier das Kürzel, wenn man das Ganze auf Google eingibt oder in einer Suchmaschine eingibt. Zero Hedge war lange bei Twitter gesperrt, ist jetzt wieder zugelassen worden. Ist für mich einer der wichtigsten Informationskanäle, auch wenn die politische Ausrichtung manchmal vielleicht ein bisschen schwierig ist. Aber es sind Leute, die wirklich wissen, was gespielt wird an den Märkten. Einer der zentralen Twitter-Kanäle, die ich jedenfalls verfolge. Dann haben wir im chinesischen Bereich Hu Xijin. Ich hatte in der ersten Sendung Yuan Talks vorgestellt. Ein Twitter-Dienst, der in Hongkong ansässig ist, vorwiegend. Hu Xijin ist praktisch die Stimme der chinesischen Regierung, wenn man so will. Er wird auch als Orakel von Peking bezeichnet, weil er Regierungsinformationen hat und dann ab und zu Tweets absetzt, die sich dann wenig später als absolut richtig erweisen. Er nimmt also praktisch Verlautbarungen der chinesischen Regierung vorweg und ist deswegen für mich absolut wichtig zu beobachten, auch wenn es wirklich chinesische Staatspropaganda ist. Gleichwohl, gerade wenn es um das Thema Handelskrieg geht, dann ist Hu Xijin eine erste Adresse, immer wieder auch scharf gegenüber den USA. Hier beklagt er das Versagen der US-Regierung, wie er es sieht, in Sachen Corona-Krise. Und dann, vielleicht noch eher humoristisch, das ist David Portnoy, @StuhlPresidente. Das ist praktisch ein neuer Star am Himmel der Privatinvestoren. Er ist praktisch der Pate der sogenannten Robin Hooders. Das ist ein Fintech, das wahnsinnig viele Konten eröffnet hat von amerikanischen Privatinvestoren. Und David Portnoy ist der Auffassung, dass Aktien nur steigen können. Er hat neulich zum Beispiel
einfach mal drei Buchstaben ausgelost als Börsenkürzel und dann gesagt, okay, das kaufe ich. Und der Portnoy hatte großen Einfluss auf die amerikanischen Privattrader. Der kommt eigentlich aus dem Sportwettenbereich. Es bringt so einiges auf den Punkt. Aktienmärkte können nur steigen, bei Sportwetten kann man nur gewinnen. Also es zeigt so ein bisschen, was derzeit am Markt los ist. Diese Euphorie, die hier der Fall ist, das auf jeden Fall für mich eher humoristisch, aber man sieht trotzdem, was da eigentlich los ist, vor allem am US-Markt, welche Euphorie da bei den Privatinvestoren der Fall ist, die ja viel gekauft haben, viel Aktien gekauft haben seit März, seit dem Tief, damit richtig lagen, was die Finanzentscheidung betrifft. Und Robinhood, dieses Fintech, verkauft seine Daten an Hedgefonds und diese Hedgefonds sehen praktisch, wenn jemand da eine Order reinstellt, und das macht Robinhood, verkauft eben diese Orders, die von Millionen von Kunden hier gesetzt werden und die Hedgefonds springen dann drauf und verstärken so diese Bewegung. Die amerikanischen Privatinvestoren machen eigentlich nur 1% des Marktes aus, aber dadurch, dass die Hedgefonds sozusagen hier eine Art Frontrunning betreiben, wird das Ganze dann potenziert, sodass vielleicht ein Teil der Aufwärtsbewegung auch durchaus zu erklären ist an der Wall Street, eben durch diese Privattrader und dann die verstärkenden Aktionen der Hedgefonds. Abschließend nochmal ein Hinweis auf die Direct Trade Börsenakademie. Da kann man schnell lernen und wenn man eben will, auch günstig traden. Das soll es erstmal gewesen sein mit dem zweiten Teil der Serie. Wo kriegt man wirklich gute Informationen über die Märkte? Das zumindest ist mein Ansatz. Jeder hat ja einen anderen, aber das ist kostenlos und jeder kann es einfach tun. Und dementsprechend wünsche ich euch jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende und sage Servus und Ciao.